Der Countdown hat begonnen. Es gibt nichts Größeres für einen Sportler in meinen Augen als die Olympischen Spiele. Das ist das größte Sportereignis der Welt. 25, 30. Uns bereiten sich einfach alle olympischen Sportarten 4 Jahre lang auf diesen Wettkampf vor. Und wenn ich das so für mich zusammenfasse, kriege ich da schon Gänsehaut. Das ist schon irgendwie geil so. Vor ihnen liegen die wichtigsten Monate ihres Lebens. Seitdem ich mich für den Leistungssport entschieden habe, war es immer so, einmal zu den Olympischen Spielen kommen. Und der härteste Ausleseprozess der Welt. Wer durch diese Schule nicht geht, der hat in meinen Augen auch bei den Olympischen Spielen nichts zu suchen. Du weißt doch, Durchschnitt wollen wir doch nicht. Ja, Spitzensport ist ja kein Ponyhof, ne? Komm ins Team. Ich bin heute Morgen aber 20% im Arsch. Und begleite die Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Sehr großer Teil meines Lebens macht mich, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem, was ich bin. In einer neuartigen Webdokumentation. Man versucht, alles aus sich rauszuholen, um wirklich ganz oben zu stehen. Und das ist auf jeden Fall das, was ich will. Blicke mit uns gemeinsam hinter die Kulissen des Spitzensports. Ich würde sagen, dass wir der Inbegriff einer Leistungsgesellschaft sind. 8 Meter irgendwas. Wenn das nicht erreicht wird, dann wird es halt uninteressant. Persönlich. Sehr geil. Hautnah. Exklusiv. Also halbe Kraft wird da im Leben nicht reichen. Dabei sein ist alles. Das gibt meinem Leben halt auch irgendwo einen Sinn im Moment. Melde dich jetzt an und entdecke immer neue Videos. Hintergrundgeschichten. Also es fühlt sich halt an, als ob, wenn ich auftrete, als ob es explodiert. Videotagebücher. Wir sind ja gerade in Teneriffa. Das ist mein Geld, 18. So eine Zwangspause ist einfach immer scheiße. Porträts und vieles mehr. Muss ich halt mal gucken, wie ich mich jetzt auch entwickle. Wähle deine Favoriten aus und schalte weitere Videos in der Zeitleiste frei. Amazing, oder? Privat. Wir sind einfach mal fast 250 Tage im Jahr unterwegs zusammen. Im Training. Ich lebe nach diesem Motto, es geht immer weiter. Und im Wettkampf. Die Norm. Dabei sein ist alles.